des Geistes und eine herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmutig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder aus eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was den anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Von der unsere Lektion, wir aufhören, von Psalm 144. Psalm 144, von 13 bis 20, werden wir lesen. Ihr darf uns lesen. Dein Reg ist ein ewiger Reg, und deine Herrschaft hielt niemals ab. Ab den Herrn können wir uns verloten, heu hält alles, was heu versprechen hat, und jetzt mit allem, was heu gemerkt hat, läuft tulich an. Der Herr hält all die Abrecht, die du fallen, und reicht dort die Angerechte ab. Alle Mons, Juhn, Tschecken, nur die, und du jetzt an der Reich der Tiet dort eten. Du merkst deinen Hort ab und forderst alles, was lebt. Dort sei Sod und zufrieden sind. Der Herr ist an all seine Wege gereicht und trühartig läuft tulich zu alles, was er gemerkt hat. Der Herr ist all die Non, die am Unraupen, all die am an Wahrheit Unraupen. Heu stellte zufrieden, der am Feuchten. Heu hielt, wann sie schrien und halb an. Der Herr merkt, wirkt über alles, all die Gott sehnen, aber die Gottlose, wird er alle anbringen. Ab diesem Überschrift kann ich sagen, wo Gott der Herr ist. Und alle falschen Schriften immer waren, wo Gott der Herr ist. Aber ab den letzten Falschen sagte ich, der Herr merkt, wirkt über all die Gott sind, aber die Gottlose wird er alle anbringen. Natürlich, wir sollen, wenn wir Gott fürchten, wenn wir Gott den Urstand ans Leben haben, dann werden wir Frieden haben. Dann wollen wir dort uns nicht darin fürchten. Aber wenn wir als gottlose Menschen leben, dann wollen wir ein Eng haben. Aber auch wie wieder gut mit unserer Lektion, weil wir abstunden, dem Beten in der Sök, friert in der Märte beten. Amen. Lieber Herr Jesus, ich sage dir Dank für diesen Morgen. Ich sage dir Dank für diese Zeit, die wir haben können. Ich sage dir Dank, dass du uns bei diesen Worten beschützt hast. Ich sage dir Dank für alle Freiheit, die wir haben können, die in Wut studieren. Ich bitte ganz besonders, dass du mich haupten von dir auch ganz mir auch in der Lektion, dass ich mich an dein Wut kann mitbringen, dass dein Wut kann verherrlicht werden. Ich bitte ganz besonders für die Sonderschuldhänger, dass die machen von klein an dein den Wort lehren, dass du mich verstehen kannst, dass du ein Gott bist, wo du immer alle lässt. Ich bitte ganz besonders auch für Leute an die Botschaft, dass du an unserem Herzen musst aufmerken und reinmerken, dein Wort so nur tun musst, dir das wohl gefallen lässt. Ich bitte ganz besonders in deinen Namen. Amen. Amen.
An Selektion habe ich von dir von mit Lukas 18 von 1 Bad Bad A. San Lukas 18, de 1 a 8. Von Lukas 18 von 1 Bad A. Wer wird dort lesen? Utweichung lesen Sie es gemeinlich. Ich kann euch ein paar aufhören, dann wieder. Jesus sieht seine Gänge durch ein Gleichnis. Dort sei immer beten sollen und nicht mutlos worden. Was soll ich sagen? Hier fängt das Stett an. Jesus sieht seine Jünger durch ein Gleichnis, dort sie immer beten sollen und nicht mutlos worden. Hier seht, wir haben dort nur Medweg geholt, was ist von dem Gebet. Und dort wir sagen, wir fallen, ich nehme diese Lektion durch. Dort wird wirklich interessant, wenn er so viel steht und fängt wirklich von dem Gebet. Dort muss wirklich nur sehen, dort wird es wirklich interessant. Und dort sage ich nicht, dort wie bloß einmal beten sollen, dort wie es immer war, wie sollen anhauen am Gebet. Und sicher wird auch sein, dass Abraham an der 1. Mose 22, Vers 8, wenn wir dort den Vers noch lesen, und Abraham sieht, Gott wird du nur seinen, dort hei ein Lohn für die Brandopfer haf, und so gingen sei Bär nach wieder. Abraham, die hatte keine Zweifel aus Gott, sich wurde du am Kämmeren. Der wird sich ganz sicher, der sagt, Gott wird sich durch am Kämmeren, dort wird ein Lohn sein. Aus irgendwo, der Abraham, der wiss all, er hat sich dort hier nicht. Der hat sicher was, dort sehen sie vielleicht nicht, wo dürfen den veropfern. Aber er ging durch abweich, er mögt sich ganz reuer. Aber Gott sagt, Abraham sagt, der wird sich doll am Tämmeln. Wenn wir Vers 2 lesen, er sieht, an einer Gewässer steht wie ein Rechter, der Gott nicht fecht und keinen Mensch achten darf. Das Rechter dort, können wir sagen, der gibt nicht was am Raum. Du wirst auch eine Wettfrüh an der Stadt, der immer war da nur am Tag und brach hat, dort hat er soll helfen, von ihren jener loszukommen. Diese Wettfrüh bestimmt, die wird vielleicht kein Geld geholt haben, das ist eine Wettfrüh, die hat bestimmt vielleicht nicht viel geholt, denn dort den Rechter können bekämpfen, aber dort die können wirklich was verleihen, dort er wird soll horchen.
Ob immer wahrer, bleibt der Unhold, dort der Erd soll horchen, dort der Erd soll losmerken von denen. Aber das Recht, der hat nicht Gottes für euch, auch für kein Mensch für euch. Aber der wird früh, der bleibt Unhold und ohne den Rechter, und der Latz, Haupt der Rechterin da. Heute Leute sich lang kreieren, aber seht schließlich zu sich selbst, wenn euch Gott auch nicht verrichtet hat, Menschen nicht acht. Aber wie es diese Welt früh so umher ist, wo euch er zu ihre Reich verhalten, dort mir dort nicht zu Lut, zu Latz mit er in Olen worden. Das reichte der Durens Holm, dort der wurde absolut nicht in Olen worden mit dieser Früh. Du wärst ein Haupt dieser Früh. Aber wie es Wort wie dort, wie es diese Früh unholen bleibt. Diese Früh, die ging nicht bloß einmal in Frucht, den reichte dort der Wöl. Der bleibt unholen, der bleibt ganz dort der Ersel haupen. Dann schaffe ich noch ein Vers lesen: 2. Mose 33, Vers 15. Wurde Mose 33, Vers 15. Und Moses sagt, wenn du mit einmal nicht süß mit uns gönnen, dann bring uns nicht von dieser Stadt weg. Moses redet hier auch zu Gott. Dort soll auch ein Vergleichnis sein. Moses wird sich auch ganz sicher, wenn Gott nicht mit Ehrenfurt gönnt, dann wollen sie nicht mal wieder gönnen, weil es dort wieder einmal alles verdammt hat. Einmal alles ganz vergeben. Der wird ganz klar. Wenn du nicht mit uns gehst, dann darf ich nicht mal wieder gehen. Dann hast du kein Sinn, wenn wir dort mal würden, über die Weich sein. Dann hast du kein Sinn, dort sie noch wieder dürfen gehen. So ist das von der ersten Tag, wenn wir unholen blieben, wie dort wirklich uns vertrauen auf Gott sagen, dann können wir uns sicher sein, dort Gott uns vertrauen. Wenn wir den ganz vom Horten, in 1. Samuel 3, Vers 9, ich habe auch noch ein. Entschuldigung, Psalm 118, Vers 24. Was ist das? Psalm 118, Vers 24. Das ist der Tag, den der Herr gemerkt hat, weil wir uns freuen und froh sind. Du sagst, das Psalm ist auch, dass das ein Tag ist, wo der Herr gemerkt hat, weil wir uns freuen und froh sind. Das sind all seine Beten, wird ausgesprochen, wird wie eine Bibel finden. Das ist ein alles Vergleichnis von dem Gebet. Und das kriegt dort, wie auch kein Sein von der unsere Lektion. Und dann dort nächstes nach Lukas 11, von 7 bis 7 und 8. Und wann die von Bernen dann sein wurden, bot er mich nicht, dann der es all teuer schluten, und ich sie mit meinen Kängen all ein Bad. Ich konnte nicht abstunden und die geben. Ich sage ihnen, wenn heute auch nicht wird abstunden,
Amt geben, wann er sein Freund wird, wird er über Abstunden am geben, wird er braucht, wie er so unholend wird. Hier ist irgendwann, wenn er dort nicht wird, dort am Jan sein zu holen, dann würde dort am sein eh nicht zu holen, dort er am dort der Ambul Tag looten, dort der Am vielleicht können sie sein, dort der Ambul looten schlupen. Wer ist dort der Unholen bleibt? Wer nach Wiedergun, Vers saß, dann seht der Herr, hör ich, wo euer Reich der Reich sei, und soll Gott nicht seine Utgewilde Tau, der ihr Reich verhalten, der an Tag und Nacht du dem Unholen, und wird er sich lang prachen luten. Ich sage ihn, dort er an seiner Bolt ihre Rechte verhalten wird, und doch, wenn die Menschen sehen, kommen wird er ab die Erde auch Glauben fangen. Hier lässt sich eine Frau, wie diese Welt für die Pracher, die bleibt ganz am Erde Sach stehen. Sie benutzt dort, sie fehlt dort wirklich. Und das war vielleicht an der einzelnen Weiche, was sie wird schon dort begehren, dort sie wird fängt dort, wer will sein dort, wird halten. Und der Lad sagt hier, wenn die Menschen sehen, wird kommen, wird er ab die Erde auch noch Glauben fangen. Dort wird dann eine Frau und uns von der schon da auch sein. Wird die Menschen sehen, Glauben fangen, wenn die Wurf von der kommen. Die Frau, die will so wie uns wörtlich stahlen, so will wie wörtlich reut sein, wenn die Menschen sehen, von der wohl kommen. Ich will wörtlich glauben, wenn wir sollen so viel Streik so wie an einem Gebet sein, dort die Menschen dort auch so und kann sein, dort wie ganz am Horten Gott einleiten. Diese Frau, die hat mich jeden Monat gefragt. Und ich kann hier gut lernen in dieser Lektion, ich dachte so, dort wir wirklich eine große Liebe für uns, dort wir sollen ganz vom Horten beten und dort wir sollen wacker sein über unsere Säulen. Matthias hat mir heute gemerkt.